Liebe Leute, ich grüße euch alle und herzlich willkommen zur zweiten Episode mit DayZ. Und beim letzten Mal bin ich genau da stehen geblieben und inzwischen ist es Nacht geworden auf dem Server, was aber nicht weiter stören soll, denn man kann noch genug sehen. Wie ihr seht, anfangs ruckelt das immer so merkwürdig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das bei euch auch so ist. Aber soll uns nicht weiter stören. Wir ziehen weiter. Dosenspaghetti, Leute. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Genau, ein Messer haben wir. Einen Dosenöffner haben wir tatsächlich nicht. Ich wollte noch mal kurz schauen. Genau, hier unten muss ich eine Batterie einfügen. Dann kann ich das auch nutzen. Ja gut, da werden wir bestimmt irgendwo eine finden. Also Schuhe gibt es hier jede Menge. Falls ihr Schuhe sucht, dann kommt auf diesen Server. Ah, das ist schon krass, das Ruckeln. Ich vermute, dass hier ganz viel noch geladen wird im Hintergrund, aber das Spiel ist jetzt auch fast 10 Jahre alt, auch wenn die Standalone-Version natürlich nicht, aber ich versuche mal nicht zu sprinten, aber ihr seht trotzdem, hakt es ordentlich. Hier haben wir wieder eine legere Sonnenbrille. Oh, alter Schwede. Dann schauen wir mal, wo wir lang gehen. Ich bin fast so ein bisschen. Was ist denn da hinten? Dazu verleitet, mir online eine Karte anzuschauen, um grob zu wissen, wo ich bin. Andererseits, come on. Campingkocher, hier bin ich zum Beispiel nicht sicher. Ist das etwas, was sinnvoll ist? Da brauche ich wahrscheinlich einen Gaskanister dafür. Oho. Oho, kein Platz. Ah ja, gut. Ciao. Was haben wir hier? Nützliches Hausmittel auf Alkoholbasis mit Kräuterextrakten. Desinfiziert Kratzer, Wunden und andere Dinge. So, Leuchtstäbe, da reicht mir einer, ehrlich gesagt. Dann können wir das mal so machen. Sporter 22, ja, das ist leider nicht. Was machen wir denn da? Wie viel braucht er? Hoho! Aber warte mal. Mhm. Und schauen. Auch hier ist keine Munition drin. Aber wir haben es schon mal. Das ist gut zu wissen. Denn wie ihr seht, Munition gibt es auch zu finden. Und wenn man dann noch die richtige Waffe dafür hat, dann ist das natürlich ein Jackpot. Oh, mein Magen knurrt schon wieder. Jeden Fall mal. Und dann werde ich mal schauen. Ich glaube, ich habe eine Cola irgendwo gehabt, oder? Tatsächlich nicht. Das wird schwierig, liebe Leute. Jetzt muss ich langsam mal anfangen, Getränke zu finden. Der Hahn kräht, was mir Hoffnung gibt, dass gerade der Morgen anbricht. Ey, was machen Sie auf meinem Grundstück? Das war der Postbote. Okay, nichts weiter. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist auch noch ein bisschen das. Ist eher so Industrie. Mal schön da stehen bleiben.
Wanderhose. 20 Plätze, Anzughose ebenfalls 20. Ja, eine Schiebermütze hilft jetzt nicht so unbedingt. Sehr schön. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, 1A, Leute. Läuft doch. Meine Angst, dass ich hier gar nichts finden würde, bestätigt sich somit nicht. Es gibt ein bisschen was zu holen, was schon mal sehr beruhigend ist. Ach nee, hier war ich ja schon. Korrekt, so lang. Hockeyhelm. Nö. Kopflampe. Wie schalte ich die ein? Auf L nicht, auf F nicht, auf T nicht. Kragenkleid heute nicht. Aufschnitt 1a, Leute. Also verhungern werde ich schon mal nicht. Das ist gut. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen was zu trinken, damit ich hier glücklich werde. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich regnet, weil sonst muss ich mich ein bisschen zurückziehen, weil wie gesagt, Erkältung steht hier ganz hoch im Kurs. Nichts dabei. Na gut, dann geht's wieder runter. Ich glaube, eine reicht, aber vielleicht war das jetzt auch gerade ein großer Fehler, den nicht mitzunehmen, die zweite Plastikflasche. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Also das ist schon sehr extrem, oder? Der hat gerade eine ganze Tüte Chips gegessen und ist jetzt wieder hungrig. Ist das, weiß ich nicht. Das finde ich immer schon so ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber ich muss ja. Was habe ich denn hier? Wärmekissen? Nochmal Chips essen wäre jetzt vielleicht Quatsch. Essen wir mal das hier. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen ergiebiger, aber mal schauen, wie lange das dann hält.
Oh, da ist aber ordentlich was drin in dieser kleinen Dose. Mein lieber Scholli. Muss ich aufpassen, da ich die Tür offen gelassen habe. Unten kann es sein, dass Zombies reinkommen. Aber hauen wir einfach ab. Schuhe. Anzugjacke für Frauen. Oh, hi. Freut mich. Ihr wart trinken, ne? Ja, cool. Schnell weiter. Ja, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren, aber hier müsste es richtig sein. Jetzt ziehe ich mal weiter geradeaus. Oh Mann, ey. Nee, nee, nix ist mit Wah. Guck mal. Hohoho. Nee, da drin ist was. Ich muss jetzt leider kurz mal kämpfen hier. Ich sehe nix. Oh, scheiße. Verpisst euch. Oh, fuck. Fuck. Liebe Leute, was war das denn? Stofffetzen. Grob geschnittener Stofffetzen nützt sich zur Herstellung von Objekten oder als Wundbandage, wenn er sauber ist. Ist da was? Nee. Ja, in dem Gewächshaus hier lag was auf dem Boden. Das ist immer, soweit ich weiß, essence-related. Oh, ich habe die anderen beiden umgehauen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Eine Kartoffel. Die werde ich gleich essen, weil... Oh, 1A, Kollege. Oh, so ist gut. Der hat schöne Cola dabei gehabt. Wie man ja manchmal einfach so eine Dose dabei hat. Gib mir mal die Kartoffel. Die kann ich nicht essen? Kann ich die nur einpflanzen, oder was? Okay, gut zu wissen. Leute, lieber mal hier. Wie mache ich das denn? Praktische batteriebetriebene LED-Lampe. Schlecht isoliert. Mit Kopfband. Gut, wenn man im Dunkel die Hände frei haben möchte. Ja. Aber hau anmachen. Ah, mit Batterie auch, deshalb. Alles klar. Aber cool, dass die an sowas gedacht haben. Schauen, was hier verwendbar ist und was nicht. Scheinbar nicht so viel. Arbeiterjacke. 30. Ebenfalls 30. Ermöglicht das Arbeiten unter widrigen Bedingungen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt im Vergleich zu einer Dingsjacke. Hey, bitte, wenn ihr wisst, dass, wenn ich das hier irgendwie beschleunigen könnte, dieses einzeln so und so, dann immer her mit den Tipps, bitte. Denn das ist doch ein bisschen frickelig, ehrlich gesagt. Andersrum geht's, das weiß ich, aber so rum... So, Leute. Ist vielleicht ein bisschen besser so rum. Hallo? Da liegt doch was, oder? Ah, wer sagt's denn? Eine Battery. Das finde ich auch so merkwürdig, dass ich so machen muss. Und jetzt? Leute, ich habe doch gerade eben die Batterie aufgenommen. Ach, die ist schon drin. Oh,
Ey, ich dachte schon, manchmal verschwinden nämlich Sachen. So, F ist es nicht, L ist es. Oho. Oho. Das sagt mir sehr zu. Schönes rotes Licht. Cool. Ach, ist meine Jacke. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob das hilft, dass man nicht so auffällig ist. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Denn hier sind ja auch andere menschliche Spieler unterwegs. Aber ich glaube, das ist so gar nicht verkehrt. Und wie das Spiel schon richtig festgestellt hat, ich habe die Hände frei. Mit euren Tikturen könnt ihr mal zu Hause bleiben. Capri-Hose. Verpackte Scheinwerferlampe, okay. Vielleicht dann doch irrelevant für so eine Basis oder sowas. Bomberjacke. Ah, das hier ist, glaube ich, so ein Gebilde von einem anderen menschlichen Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, aber ordentlich. Hallo? Da bin ich auf jeden Fall noch lange nicht angekommen. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das möchte, so eine Basis. Weil das ja auch immer so ein bisschen Angriffsziel ist und ich bin dann lieber der einsame Wanderer. Aber mir scheint hier nichts zu sein, ehrlich gesagt. Wachturm. Ja, aber cool, dass man das machen kann. Aber ich kam auch schon in Dörfer, oh, jetzt regnet's, wo jedes Gebäude so zugebauert war und da kam ich gar nicht rein, was da natürlich, naja, schwierig ist. Geh mal lieber reinkommen. Ich will nicht nass werden. Ich scheine zu bluten. Das sieht man unten rechts, da ist so ein Strich, der so tropft und darüber ist eine 1. Das heißt, ich habe eine Wunde noch, eben hatte ich noch 2. Und jetzt bin ich wie durch ein Wunder geheilt. In solchen Gebäuden bin ich früher nie gewesen. Ich mache das jetzt eigentlich eher, um nicht draußen im Regen sein zu müssen, weil die Erkältungsgefahr ist extrem hoch und wird natürlich umso schlimmer, wenn man denn nasse Klamotten anhat und so weiter. Aber ich muss jetzt einmal kurz hier rüber. Ich glaube, hier ist es ein bisschen wärmer drin. Das scheint mir so eine alte Fabrik zu sein oder sowas. Was ich übrigens nicht weiß, ist, ob die Batterie tatsächlich leer geht. Ob das so realistisch ist oder ob die gesagt haben, hast du eine Batterie, hast du eine Batterie, alles gut so. Aber ich lasse die Lampe jetzt einfach mal an, solange es dunkel ist, ne? Manchmal schwer festzustellen, was tatsächlich ein Objekt ist und was einfach nur ein Texturfleck ist. Das ist fast schon zu weit, ne?
Okay, da haben wir nichts weiter. Ich meine, der Regen kann jetzt auch eine Stunde dauern, ne? Sind wir ehrlich? Das ist. Kann ich nichts öffnen oder so? Nee. Aber Leute, es muss vorangehen. Mal kurz schauen darüber und dann. Und dann angearscht. Baustellenleuchte. Hier in diesen riesigen Hallen und so, ich glaube, da ist nicht viel, oder? Oder ist es so, dass hier manchmal das Allerbeste rumliegt? Ich glaube fast nicht. Eins steht fest, es wird einem echt richtig kalt, wenn man hier die Windgeräusche hört und den Regen und so. Hier. Ab, 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 ab. Nee. Rohr. Warte mal, ist Rohr vielleicht stärker als Baseballschläger? Würde ich jetzt im wahren Leben schon sagen, aber. Ich weiß es nicht. Oh ja, meine Säge. Unverzichtbares Werkzeug, mit dem man Metallrohre und andere Dinge durchsägen kann. Denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt raufgekommen? Ist doch gut jetzt, bleib ruhig. Trainingsjacke. Da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen angearscht, was die. Ach nee, da drüben könnte ich rein. Da steht sogar ein Auto. Was den Regenschutz angeht. Aktuell bin ich noch nicht durchnässt oder erkältet. Das? Hey du Otto. Sehr gut. Oh, schön mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen. Mehr scheint hier nicht zu sein. Entfernungsmesser, bah, warte mal.
Ich spüre da so Scharfschützengewehr-Funktionalität. Jetzt wird's das Haus, ne? Warte mal, wo bin ich reingekommen? Ich bin da durch und dann sollte eigentlich gehen. Machen wir mal so. Hallo? Hallo? Arbeitshose. Hier sind die Toiletten. Da liegen Handschuhe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Handschuhe anhab. Nein, tatsächlich nicht. Sehr schön. Das wäre dann dieses Haus da. Hier ist keine Tür. Marioff. Ja, komm, den nehmen wir noch mit. Vorhin haben wir einen fallen lassen. Was ist das? Ledernähset? Das hilft. Oho, dafür habe ich doch Munition. Leute, weg mit dem Bums hier. Das hier rein. Mir war so, das Magazin. Kann ich das einfach so... Nein. Mal so. Tatsache. Also es ist ein Einzelschussgewehr. Und jetzt habe ich aktuell 11 Schuss. Und das sind die aus diesem Magazin. Ach nee, es sind 14. Die habe ich nochmal extra. Da seht ihr es. Hier ist ein 10er Magazin. Hier könnte ich einen Schalldämpfer, Visier, eine Tarnhülle. Ist demoliert. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt quasi dazu führt, dass sie ab und zu mal nachlässt. Ja, die lasse ich jetzt gerade mal da. Ich weiß, es ist vielleicht ein Fehler, aber ich habe lieber eine, die mal so funktioniert, falls wir auf menschliche Spieler treffen, die meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen einfach scheiße sind und nicht kooperieren. Oh, es regnet nicht mehr. Aber vielleicht habe ich ja auch Glück. Mich stört es ein bisschen, dass der jetzt auf der rechten Seite ist. Wie kann ich denn hier die... Ah, okay. Oh, schicker Rucksack. Aber meiner Erfahrung nach sind die meistens... Da drüben steht eine. Leider demoliert, weshalb ich den nicht mehr nutzen kann. Es sind aber so ein paar hier. Eieiei. Aber den Rucksack hätte ich natürlich gern. So einen schönen wasserdichten Messenger-Rucksack oder wie auch immer die Dinger heißen. Was haben wir hier? Können wir hier was abgrasen? Da ist was drin. Eine Baseballmütze. Sollen wir uns mal kurz die Mühe machen? Ja, ich glaube, ist dann doch eher Ausspähposition als alles andere. Oder Fluchtweg vielleicht noch. Ich glaube, da drüben das Haus werde ich mir noch anschauen.
gucken wir mal, wo mich das Ganze hier hinführt. Schuhe, noch eine Mütze. Kabeltrommel. Nichts weiter. Dann gehe ich mal in dieses Haus, was ich da gerade noch gesehen habe. Kaban brauche ich nicht. Noch ein Nähset. Ich weiß nicht, kann ich das noch mitnehmen? Und eins ist Leder-Nähset, das geht wahrscheinlich nicht. Das hat wahrscheinlich die dickeren Nadeln. Aber solange wir Platz haben, nehmen wir es mit. Ich ziehe aber auch in Betracht, solch Zeug dann wegzuschmeißen. Regenmantel. Hat aber nur 20 Plätze. Das ist bei meiner messihaften Art hier zu horten. Nicht so sinnvoll. Das sieht noch interessant aus hier. Ja, ist eine Brechstange stärker? Ist das so im Spiel? Dann, weil dann tausche ich das sofort hier. Wenn nicht, dann weiß ich es nicht. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ach, warte mal, den Baseballschläger habe ich jetzt aber nur in der Hand. Ne, den verliere ich dann. Ich würde davon ausgehen, dass eine Brechstange wesentlich mehr wehtut als ein Baseballschläger. Andererseits glaube ich auch, dass beides wehtut. Von daher ist halt die Frage, wie das Spiel hier programmiert ist. Hat der nochmal so einen Rucksack? Nee. Trägt eine Weste. Nagelkiste. Sind denn da auch Nägel drin oder ist das nur Kiste? Noch ein Leuchtstab. Kein Drink für mich, nix. Ich muss aber langsam trinken, Leute. Okay. Okay. Ich kann gerade nichts machen. Wieso steckt er die Sachen nicht mehr weg? Was ist denn da los? Oh, kommen wir doch nicht mit so einem Fehler jetzt. Es regnet wieder. Ich kann das nicht mehr wegstecken, Leute. Das ist natürlich ärgerlich. Motorradhelm.
Das ist natürlich blöd. Kann ich das von hier irgendwie trinken? Das geht nicht. Ich kann die drei nicht aufrufen. Irgendwie scheint das Getränk verbuggt zu sein. Alles andere kann ich nehmen. Schöner Scheiß. Ihr hört's vielleicht. Das ist die 3 und die geht leider nicht. Was steht da? Du wurdest aus dem Spiel entfernt. Verbindung zum Host abgebrochen. Was heißt das? Wieso? Steht ja nicht normalerweise, der Server wird in 15 Minuten neu gestartet oder irgendwas? Ist das nicht mehr so? Da der Server nicht erreichbar ist. Blick auf den Router, alles gut. Am Leben seit 3 Tagen, 9 Stunden, 18 Minuten stimmt auch nicht. Ist das insgesamt oder was? Das stimmt doch auch nicht. Leute, was ist denn... Weiß ich nicht, wenn ich hier einfach Server wechseln klicke, ist schon noch er hier, oder? Oder nicht? Es war doch hier so einer. Und dann kommt auch 75 Sekunden warten, genau. Leute, jetzt ziehen wir jetzt durch. Das wird hier nicht geschnitten. So ist es, wenn ihr es spielt. Abbruch, keiner weiß warum. Und dann muss man 75 Sekunden warten. Ich kann in der Zwischenzeit ja mal kurz nachschauen. Dites. Irgendwie eine Map oder so ist natürlich jetzt Quatsch, weil ich nehme an, wir werden da an einer anderen Stelle auftauchen. Alter Schwede. Ja, ist ja umfangreich, aber... Bin gespannt, wo wir jetzt landen. Und ich hoffe, dass dann. Ich habe mich schon gefragt, warum kann ich die Cola nicht in die Hand nehmen und trinken? Das wäre jetzt wirklich. Das wäre ein Debakel geworden, aber gut, lag am Server. Ich hoffe wirklich, dass der Charakter jetzt mitgenommen wird. Alles klar. So, jetzt bleibt die Frage. Lampe ist aus. Metallblech. Okay, sehr schön. Jetzt weiß ich allerdings wirklich überhaupt nicht, wo wir sind. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn... Teil des Ganzen soll es ja auch sein, dass ich das hier neu entdecke und ein bisschen erkunde. Ich kann übrigens wieder nicht die Cola nehmen, ne? Keine Ahnung, Leute, bin ich überfragt. Mal schauen, wie es damit aussieht. Was machen wir die denn? Wieso kann ich denn die Hände nicht freimachen? Warte mal, liegt das daran? Ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Liegt das daran?
Wieso kann ich die Hände nicht leeren? Was ist hier los? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Rucksack 20. 42, ja, sorry. Tja, sieht schlecht aus mit dem Server hier, Leute. Ich weiß nicht, ob es am Server liegt oder ob das einfach jetzt ein In-Game-Bug ist, aber ich kann die Hände nicht leeren und nichts zu essen oder zu trinken in die Hand nehmen. Aha. Was ich vermutet hatte. Denn ich hatte die Brechstange als Inventarplatz auf meinem Rücken quasi und die ganze Zeit den Baseballschläger in der Hand. Und dann kann ich das natürlich nicht lernen. Und das Spiel wirft dann nicht automatisch den Baseballschläger weg, sondern... Warte mal, kann ich das so öffnen? Ich habe doch gerade noch Chips gehabt. Und genau das hatte ich vermutet, aber es hat eben nicht geklappt. Okay. Machen wir das mal dahin. Das dahin. Ja, dann soll das erstmal genügen. Beil. Ja, ist Beil besser als Brecheisen? Sowas muss man dann halt wissen, ne? Einhändiges Werkzeug mit Klinge und Hammerkopf. Neben Holz lassen sich damit auch andere Dinge hacken. Okay. Nee, ich vertraue... Ich wollte sagen, ich vertraue auf stumpfe Gegenstände, aber so ein Beil ist schon nicht verkehrt, glaube ich, ne? Aber auch da fehlt mir jetzt... Oh, sehr schön. Hi! Haha! Er ist schon down, ja, sehr gut. Brecheisen funktioniert. Wenn, hier haben wir natürlich die Taschenlampe. Wo ist die Battery? Da ist die Battery. Machen wir das rein. Dann haben wir auch eine funktionierende Taschenlampe. Das ist schon mal ein Anfang. Gucken wir mal, ob der Nachbar hier was hat. Nee. Okay, jetzt sieht alles nach okay aus. Ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger ist okay. Wir haben zwei Taschenlampen, die voll funktionsfähig sind. Wir haben ein Sportgewehr, das funktioniert. Wir haben noch was zu trinken. Brechstange, wir sind angezogen, wir haben einen Rucksack. Vorne ist ein Schild. Nicht, dass mir das sonderlich helfen würde, denn ich kenne mich auf der Map überhaupt nicht mehr aus. Aber vielleicht kann ich mich ja hier... Gehen wir doch nach hier. Ein bisschen landeinwärts, weg von der Küste mal.
Ich hoffe, auf dem Ortsschild stand nicht einfach Baustelle. Aber wäre ja auch ein bisschen Quatsch, oder? Ah, da haben wir den Verrückten wieder. Wanderschuhe, sind meine denn nass? Feucht, ja, Tatsache. Ein Schulranzen. Habe ich mal was zu essen? Ist Gaskanister. Kombination mit dem Campingkocher. Und dann brauche ich natürlich noch sowas wie einen Topf. Oder kann ich die Dose draufstellen? Leute, das werden wir vielleicht irgendwann mal erfahren. Ja, den kann ich gerade noch so entkommen, glaube ich. Oh! Hui. Dann habt ihr nicht mehr was dabei, ey. Sauerei. So, ich folge der Straße, ne? Ich nehme an, dass der Ort am Ende der Straße ist. Aber gut. Man weiß ja nie. Da hinten haben wir einen Kran. Einen Baukran. Da ist der Ort. Den machen wir gerade noch, Leute. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für diese Episode. Ich will immer nicht zu viel riskieren. Denn wer DayZ schon mal gespielt hat, der weiß, es kann ganz schnell vorbei sein. Na, ist das der Ort? Da bin ich nicht so sicher. Das scheint mir auch wieder nur so Baustelle oder Industrie zu sein. Es wäre ein sehr unschöner Ort zum Wohnen, glaube ich. Da ist einer. Da hinten noch einer. Eieiei. Ah, das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, da lag nämlich noch was. Geil. Ja, mal so ein bisschen weg, damit immer nur einer kommt. Hast du was für mich? Hat er nicht. Schauen, der andere, der ist, glaube ich, nicht alarmiert worden. Nee. Ist hier noch einer, mein Gott. Arbeitshandschuhe.
Hi. Komm rein. Wieso treffe ich ihn nicht? Boah, scheiß Kerl, ey. Jetzt weiß ich nicht, ob Stofffetzen reichen. Doch. Ich hoffe, dass das jetzt eine Entzündung gibt. Aber sieht gut aus. Nicht das hier zerreißen. Auf dem blutigen Flügel, das kann ja noch nicht so tragisch sein hier, oder? So, dann hätten wir das. Ich bin nicht mehr verletzt, aber ich bin jetzt erkältet. Oder... Ah, steht hier leider nicht. Vielleicht heißt das auch infiziert durch die... Was war das? Durch die dreckigen Lappen, die ich da gerade benutzt habe, aber ich weiß es nicht. Oh, fuck. Doch, ich habe irgendwas. Scheiße. Ah! Shit. Was macht der denn? Was ist denn hier los? Shit. Lass mich in Ruhe. Ihr kriegt nicht mehr Geld. Leute, ich glaube, das war's. Ich habe keine Chance. Aber ich habe eine Chance. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut.